So, Strategiefreunde, willkommen zurück. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg gen Norden, um die nächsten Ländereien zu erobern. Wir können mal gleich, in der letzten Runde waren wir ja soweit fertig, haben nur darauf gewartet, die Runde zu beenden. Ah ja, wir haben noch ein paar weiterentwickelte Würdenträger, aber auch Agenten als solches. Was bilden wir denn hier aus bei ihr? Was fehlt uns denn noch? Autorität, zivile Verwaltung, plus 5 Steuersatz, diese Aktion. Verrat. Aber wir können auch hier einen Weg weitergehen, ne? Ein Gelehrter. Finde ich sehr gut. Und dann haben wir noch einen, genau, den Achelaus. Das ist der Held hier in unseren Reihen der glorreichen Armee. Die haben wir, das Hephaistos. Und dem geben wir jetzt Einzelkampf plus 10 Chance auf erfolgreiches Attentat. Autorität. Minus 5% Angriffsbonus für alle Einheiten. Wir können auch hier noch ein Stück weitergehen. Oder hier. Bewegungsreichweite. Oder wir lernen das hier, Hingabe. Oder das, Manipulation. 10% Chance auf erfolgreiches Attentat. Wir nehmen die Streiter. Oder wir nehmen hier das Vorbild. Das ist gut. So. Er hat schon ordentlichen Rang, ne? Der Held. Ja, fast Maximum. Fast. Wie alt ist er denn? Können wir auch nochmal reinschauen. Wir da nicht ein bisschen Übersicht kriegen. Nicht auflösen. Informationen von ihm hätte ich gerne. 47 erst. Oh, da geht ja noch was. Also, jetzt können wir die Runde beenden. Ja, unsere Schiffe, die da ein bisschen erkunden, gehen noch weiter. Stimmt, da haben wir auch noch zwei Flotten. Die vergesse ich hier und da mal, dass sie noch ein bisschen weiter schippern sollen. Wir wären wahrscheinlich schon in England, wenn ich da einmal dran gedacht hätte. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Wenn man so ein großes Reich hat, ne, dann wird es dann langsam, wird es auch schwierig, dann alles zu überblicken. So. Wie gesagt, den größten Dorn im Auge habe ich mit Persien. Das ist so die Großmacht hier, die mir ein bisschen zu stark wird. Und auch, ich glaube auch, historisch gesehen sind da Streitigkeiten nicht Ich habe mit abwegig. den weisen Frauen gesprochen und sie alle reden von einem Abkommen und unsere Ältesten sehen Größe in euch. Ich sag mal nein. Ich habe keinen Bock, euch zu bezahlen. Götter, gebt mir Kraft! War das ganze Gerede umsonst? Ja. Das war wirklich umsonst. Hättest ihr sparen können. So, Knossos auch wieder zurück in der heimischen Insel. War ja unser erstes Tag. Bei Persien lädt das auch schon ein bisschen länger, weil, wie gesagt, Vielleicht die größer wäre es sind. euch möglich, Was die wollen, ich ne? frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Nein. Ich frage mich, welche bösen Geister euch zu dieser Entscheidung verleitet haben. Tja, wer mir den Krieg erklärt zu Beginn des Spiels, der wird es dann früher oder später schon zu spüren bekommen. In Ordnung, Krieg erklärt. So. Katiarin, den Chimera. Fraktion vernichtet. Die Chimera sind sofort vernichtet worden. In Ordnung. Kilikien ist ermutigt. Quartiermeisterbericht. Helotenbogenschützen und Haushalt erweitert sich mit plus 1 Autorität. In Ordnung. Ja, wir schicken das in die Gruppe. Das brauchen wir nicht ersetzen. Ja, ein bisschen weiterschauen wollte ich noch, was es hier so gibt. Wen haben wir denn hier eigentlich? Wen haben wir denn da? Jerusalem, dort ist Jerusalem. Ach, sehr nah, ist gar keine direkte Hafenstadt. Nabatäer sind dort. Wie gesagt, hier, die machen mir so ein bisschen Sorgen. Die Perser. Naja, noch ist ja alles ruhig. Noch können wir ja abwarten. Bisschen Ruhe walten lassen oder einkehren lassen. 5 Runden haben wir hier momentan zu tun, bis alles ausgebaut ist, was ich mir vorgenommen habe. Und dann werden wir mal Fazit ziehen, wie weit wir da gekommen sind. So, hier sind wir auch fertig mit der Einheit. Die können wir jetzt in die Richtung schicken, und zwar genau hierhin. Sehr schön. Habt ihr noch weitere Befehle? Und die Einheit können wir hier nicht. Ah, hier könnte man einen Hinterhalt einrichten, ne, wenn wir hier vorne hingehen. Wie viel verlieren wir dann? Auch plus 5, immer noch bei 100. Alles in Ordnung. So.
Hinterhalt wird vorbereitet, Herr. So, die machen den Hinterhalt, sehr schön. Und die warten eigentlich mehr oder weniger auf einen Angriff, ne? Sollen wir angreifen? Ja, ne? Wir müssen sowieso eine Runde belagern, bis die dann kommen. Ich denke, das können wir wagen, oder? In Bewegung. Ja, wir warten noch, oder? Wir stellen uns mal hier auf. Wir stellen uns mal hier auf. Noch machen wir nichts. Wir handeln noch nicht, aber wir stellen uns schon mal vor die... vor den Daorsi auf. Die werden uns nicht gleich angreifen, wenn wir hier keinen Krieg erklären. Aber wir stehen schon mal parat. So, wie gesagt, wir wollten noch Richtung England langsam mal kommen. Da kann man auch ein bisschen rumdrehen, die Karte. Sieht auch ganz schön aus. Ah, Schweine an. Nächste Fraktion. Die Galecka. Und unsere Spionin, die ist noch da hinten unterwegs, glaube ich. Am südlichen Zipfel. Ne, da oben irgendwo. Da ist sie. Kriege ich sie hier irgendwie nach unten geschickt? Hier. Hier hätte ich sie gerne noch hingeschickt. Hier. In Ordnung. Das dauert jetzt ein bisschen, bis sie da ankommt. Alexandria Arkosia. Hier sind wir doch schon fast in Indien, ey. Krass. Wie groß auf einmal die Karte wird, ne? Wenn man ein bisschen voranschreitet. So. Langsam geht unsere finanziellen Vorräte auch, werden weniger. Wir waren schon bei fast 7000 pro Runde. Aber mit unseren Kriegsprämierungen jetzt gen Norden, ist klar, dass da ein bisschen was drauf geht. Aber noch ist alles ruhig. Schön ist, die haben auch keine Verbündeten. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Oder ich auf die aktuelle Folge, denn jetzt gibt es Krieg. Vorschlag in der Hoffnung, dass ihr Vorteile engerer Beziehungen zu unserem Volke erkennt. Aha. Die haben gute Beziehungen zu Persien. Ja, wir brauchen sie ja nicht. Was ist denn das hier? Persien, deren militärische Verbündete. Defensive Verbündete. Sargazien und Parthien. Nö, auch kein Geld übrig. Ich hoffe, ihr könnt euren Göttern gegenübertreten, ohne dass sie euch mit Geschwüren heimsuchen. Ja. Was hier alles... Ne, wenn die mal abgelehnt werden. Ich greife euch doch, wie soll ich euch angreifen? Ihr seid ja am Arsch der Welt, auf gut Deutsch, ne? Also sie sind wirklich am Ende der Welt. Warum sollte ich die angreifen? Warum sollte ich da jetzt einfach 700 Gold hinschippern? Oder hinschiffen? Das ist ja unnötig. So, jetzt geht's an die Wurst. Jetzt geht's los. Gucken wir mal. Knossos lassen wir. Wir lassen unsere anderen militärischen, unsere Verbündeten lassen wir einfach raus. Die brauchen nicht annehmen. So. Oh, die werden immer größer hier, ne? Trabzund. Baubericht. Sehr schön. In Asien sind alle inspiriert. In Kilikien sind alle motiviert. Wir gucken mal ganz kurz, ob das... an der... Ne, immer noch positiv. Sehr schön. Ja, wir dachten jetzt durch den Ausbau der ersten Sachen, dass wir hier groß was verlieren. Aber ne, überall positiv. Alles gut. Dann kann es jetzt losgehen. So, die Einheit in den Rücken. Und... Krieg erklären. Brauchen keinen Beistand. Eure Verbündeten, zum Beispiel Rodders und Knossos, die kann ich gar nicht dazu holen. Interessant. Dann lebt wohl. Bei unserem nächsten Treffen werden wir keine netten Worte mehr austauschen, sondern Blut. Ich hoffe doch. Aha. Ach, guck mal, wie einfach. wir belagern mal. Niederkauern wie eingesperrte Hunde. So, das ist unsere andere Einheit. Die steht im Rücken. Die müssen, dass die nicht helfen. Ne, dass die... Ah, die sind ja alle fertig. Guckt euch mal an, die sind ja schon komplett K.O. Das ist zu einfach. Ich hätte jetzt schon beenden können. Ich hätte jetzt schon automatisch rein und fertig, aber... Wahnsinn. Ja, warum auch, ne? Warum auch nicht? Ich dachte, hier haben wir mal einen Gegner. Ne. Ich dachte, wir hätten hier mal einen Gegner. Das ist aber auch hellenisch gewesen, ne? Reich zu besetzen.
Und Rang 3, unser General. In Ordnung. Und ja, der war noch nicht so weit. Hier können wir ihn weiter ausbilden. Stratege. Sehr gut. Bisschen leid tun mir ja schon die Gegner, ne? Also das ist so, dass wir so schnell durchkommen durch die ganzen Gebiete. Das hätte ich auch nicht erwartet. 100, guck mal, 100 öffentliche Ordnung, trotz der Belagerung. Ja, dann ist nur noch Jadair übrig. Aber Singinium, ich denke mal, wir werden uns da nochmal in die Richtung bewegen müssen, ne? In den nächsten Runden. Die kann ich ja hier stationieren. Und dann können wir da Richtung Singidium ziehen. In Ordnung. Herrlich. Warum haben wir denn hier zwei? Den können wir ja mal auflösen. So, das lösen wir mal auf. Und dann schauen wir mal, was wir da bauen. Irgendwas mit Nahrung vielleicht. Bei minus 6 Nahrung, ne? Da geht's hier keinem gut. Vielleicht das mit das. Oder das können wir noch erweitern. Da gibt's 9 Nahrung. Brauchen nur 5 Runden. Und wollen wir hier Holosideres Kaserne, Bürgerkavallerie, spartanische Hobliten. Wollen wir die hier hinten ausbilden? Ja, irgendwo müssen wir sie ausbilden, ne? Also zwischendrin brauchen wir da schon hier und da noch Gebiete. Oh! Da hat wieder wer. Ah! Sehr schön. Was kriegst du jetzt? Du kriegst das jetzt plus. Genau. So. Spannend, was jetzt passiert, weil jetzt sind ja Kriegsbemühungen vorangeschritten. Mit dem Norden, jetzt bin ich mal interessiert. Was passiert? Rom bewegt sich jetzt ein bisschen, aber das werden die nicht. Das ist, ja gut, Rom ist immer gefährlich, ne? Gegen Rom wollte ich jetzt keinen Krieg führen so schnell. Bithynien wieder. Aber wie gesagt, es fällt uns alles so ein bisschen jetzt, ne, schon seit Runden, schon seit Jahrzehnten jetzt gerade, ein bisschen in die Hände. Also komplett... Ah, schau mal, auf die habe ich gewartet. Auf die habe ich gewartet. So scheren sie also aus. Aha, aha. Ja, nicht ganz so pralle. Wir werden den Kampf führen müssen. 3 Pferde haben sie auch. Ach, ärgerlich. Und das sind Hobliten, so wie ich das sehe. Die Getreuen der Athene. Kenne ich irgendwoher den Namen? Wir können sie ja wissen, viel zu wenig. Oh Gott, sind wir wenig. Schlacht von Dardania. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm, dass wir nicht alles gewinnen, aber wir, das habe ich auch schon im Vorfeld so gehandhabt, dass wir vielleicht trotzdem Schäden anrichten. Ach, guck mal, wie das wäre. Oh, wenn wir ein bisschen mehr wären, ne? Wäre das klasse. Ich würde sagen, wir räumen hinten zuerst auf, ne? Zum Befehl. Brandpfeile. So. Wir erwarten eure Befehle. So. Bereit zum Einsatz. Und die können wir da nicht. Ja, Lanz. Bei denen geht's nicht, aber bei denen geht's. Gibt ihnen Feuer. Feuerschutz. General. Und der General im Hintergrund. So. Ich erwarte eure Befehle. Die müssen wir ein bisschen organisieren. Steuerung 1. Und die auch, weil das sind die einzigen, die auch aggressiv agieren sollen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, komm schon. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Ah, die Pferde kommen zu uns. Ärgerlich. Und die Einheiten kommen zu denen. Okay. So, kommt schon. Los. Zündet sie an. Ah, die sind im Plänkelmodus. Perfekt. Schaut, wie sie hin und her reiten, die auseinandergezogen werden. So, was macht... So, da kommen die ersten. Sehr gut.
Ah, die hätte ich jetzt gefasst. Ah, diesen Opfer hier. Diesen Opfer. So. Da, guck mal, wie wir kämpfen. Den Berg hinunter, perfekt. Die kommen gar nicht hoch. Klasse mit den Pikinieren, oder? Das läuft ja richtig gut hier. So. Das sind unsere Spartaner. Die schicken wir doch dazu. Wie geht's unseren Pferden? Die reiten hier fleißig hin und her. Ah, die werden verfolgt von Pferden, oder? Yo. Okay, hier müssen wir dann wohl kämpfen. Ah, hier auch. Wir sind auch am Ende angekommen. Ah, jo. Aber gut, dass wir die Pferde so ein bisschen rausgelockt haben. Deswegen sind die nicht da drüben bei uns dabei. Die kommen jetzt hier erst. Das heißt, hier sind wir gut, das haben wir jetzt ein bisschen blöd gemacht. Da haben wir Leute verloren. Ja, ja, das war klar. Aber hier halt nicht. Das ist halt perfekt gelaufen. Oder recht gut. Mach mal normale Pfeile. So. Ah, die wanken auch schon hier. Das können wir nicht gewinnen. Das sind einfach zu viele. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, ja, das ist klar. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir hatten schon bessere Schlachten. Auch mit weit, auch mit weniger Männern, aber das lief jetzt doch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Die Pferde sind zwar da hinten, die haben sie hinten aufgelöst, aber die Pferde sind auch aufgelöst, weil das halt nur Fernkampfpferde sind. Ihr seht. Aber wir haben die Pferde mal eine Zeit lang aus der Schlacht gehalten, das war nicht so verkehrt. Und die bewegen sich immer noch hier Richtung Pferde und diese Einheit, ja, die hält sich doch recht gut. Da kommen wir zwar immer mehr noch dazu. Solange die uns nicht hinten einkesseln, ne? Perfekt. Schießen die eigentlich auch hier? Mal gucken, ne? Ah ja, sieht gut aus. Werfen die noch oder werfen die nicht mehr? So. Wankt irgendwer? Nö. Die verziehen sich gleich hier. Befehl verstanden! Sehr gut. Jetzt werfen sie. Sehr gut. Bin gespannt. Zu Befehl. Wir können die auch hier aufstellen. Doppelte Geschwindigkeit. Na, ob die noch kommen oder ob die warten. Also wir kämpfen hier ganz gut, aber es reicht, weiß ich nicht. Wir haben ja keine Spartaner, ne? Das ist das Problem. Also wir haben keine Hobliten, meine ich. Nur unseren General, aber der räumt ja alleine zwei Einheiten weg. Wir haben schon ein paar Männer verloren, ne? Das ist krass. Oh, jetzt kommen sie doch von hinten. Geschossinfanterie zu eurem Dienst. Oh Gott, jetzt kommen sie doch von hinten. Erwollt euch. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Das ist ja krass. Stehen da komplett falsch rum. Und die Hobliten, los, ruft da auf die. Shit. Jetzt haben wir ganz schön verloren, ja. Das war jetzt blöd, hab ich gar nicht gesehen, dass die doch von hinten kommen. Das haben sie gut gemacht, taktisch. So, die ziehen sich zurück hier, sehr gut. Na, jetzt haben sie uns, ne? Wir sind 46, sind au. Die hauen sie ab jetzt, oder? Ja. Die kriegen wir sogar, die kann man sogar in Schach halten. Und die auch, das ist unser General. Na, jetzt war es das wohl dann, ne? Da hinten. Alter, die hauen ab, okay. Oh ja, da kommen noch mehr. Kommt schon, los.
So, jetzt. Wohl drauf geworfen und jawohl, von hinten noch welche mit den Sperren. Diese auf die werfen, in Ordnung. Jetzt kommt der General von denen, ne? Ja. Jetzt müssen wir halt nur abwarten, was passiert. Mal der Aufschwung, los, komm schon. Ah, die sind schon rot. Ich würde hier ganz gerne so. Mit Feuer jetzt. Das brennt aber alle. Seht ihr das? Das ist natürlich immer deine Friendly Fire. Gibt's auch. Interessant. Na kommt schon, los, kämpft. Wie die hier so seitlich stehen, so unnötig, ne? Unser General ist gefallen. Oh, jetzt ist er tot. Okay. Haben wir es. Den haben wir, glaube ich, selber abgefackelt jetzt, oder? Das waren zu wenig. Aber wir haben sie geschwächt. Das ist immer gut. Die müssen jetzt noch gegen die Garnisonsarmee. Und bis dahin haben wir sie erobert. Männer, ja, haben auch ordentliche Schäden zugefügt. Also, gut, dass wir das Angriffsfeld so ein bisschen auseinandergezogen haben. Leider sind unsere Pferde alle draufgegangen. Aber es macht nichts. Wie gesagt, die haben auch 670 Leute verloren. Wir haben eine nicht ganz so wichtige Einheit jetzt auf dem Gewissen. Eine nicht ganz so wichtige Armee. Das war ja keine jetzt direkt dafür ausgelegte Armee. Eigentlich, der Hinterhalt hat auch wieder gut funktioniert, bloß, ja, waren zu wenige. In Ordnung. Rückzug, Männer! Rückzug! Oh, schau einer an. Ach, schau einer an! Kriegt hier, um den Feind entgegenzumarschieren, ehe er eure Siedlung erreicht. Ja. Ach, das ist ja auch interessant. Ich kann mit der Garnisonsarmee vorrücken, bevor er die Siedlung belagert. Das ist ja auch spannend. Das gucken wir uns mal an. Na, guck mal, die sind jetzt schon ganz schön geschwächt, ne? Da haben wir gute Arbeit geleistet. Was haben wir denn? Oh ja, so schlecht sind wir doch gar nicht aufgestellt. General! Seriökische Hopliten! So. Hopliten, wenn Phalanx möglich ist, machen wir sie auch. Kopiert und bereit für eure Ansonsten würde ich jetzt einfach mal das... Wer die Formation verlässt, wird bestraft! So. In Ordnung. Wo sind sie denn? Wer kommt denn von da hinten? Ach, da kommen noch Einheiten. Das ist schön. Und da oben sind sie, oder? Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ah, die kommen uns entgegen. Perfekt. Wir gehen dem mal entgegen. Dann schauen wir uns mal an. Leider sind sie nicht so ausgebildet. Ah, da sind die. Ach ja, das sind die von eben. Ja, die sind aber recht mager unterwegs, ne? Die können wir noch gebrauchen ein bisschen. Die Pferde können wir noch ein bisschen gebrauchen. Oh, die kriegen auch noch Verstärkung da hinten. Ach, Gottes Willen. Oh Gott. Ja, klar. Ja, dann natürlich. Ne? Das sind zwei Armeen, die da komplett jetzt entgegengehen. Das hätte ich gleich ein bisschen anders dann doch regeln sollen. Das war jetzt nicht die optimale Lösung. Wir gehen auf den Berg hier. Der Berg ist unser. So machen wir das. Hopliten. Aber die sind ja auch geschwächt. Da müssen wir uns nur ein bisschen beeilen. Aber wenn ich laufe... Ah, jetzt laufen sie schon. Okay. Schade. Das war's von den anderen Einheiten. Mehr ist da nicht übrig geblieben. Die beiden. In Ordnung. Schicken wir sie da rein. Wenn wir den Berg hier so haben, ist es gar nicht so schlecht. Komm schon. Frage ist, kommen die Pferde vorher, ne? Da kommen Pferde, illyrische Kavallerie, begeistert. Okay, es bewegt sich was. Wie ihr Befehl. Komm schon, zügig.
Okay, sie kommen. Aufstellen, aufstellen, aufstellen. Zügig, 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 zügig. Phalanx ist drin, ja. Phalanx ist drin. So. Jawohl, sehr gut. Und los, und los. Und gegen. Jawohl. Super. So, und da kommen die Pferde. Unser General wird angegriffen. Macht nichts, der hält er schon aus. Oh, die haben sie auch schnell dezimiert hier. Sehr gut. Hauptsache Schäden zufügen, nicht so schnell durchkommen lassen. In Ordnung, jetzt kommen sie. Dann rennen sie genau in unsere Dinge rein. Genau, jawohl, jawohl, rein da in die Phalanx. Perfekt, auch hier, perfekt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Sind das die Pferde? Nee, das sind nicht, das sind die Pferde. Oh, von hinten kommen sie. Guck mal, das haben sie gut gemacht jetzt, ne? Also, da haben sie uns jetzt gut eingekesselt. Sind ja auch viel mehr, ist ja klar. Da, wo willst du da anfangen, ne? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben keine Hopliten hier, leider. Los, kommt schon, da. Oh, wie die uns aufmischen. Schaut euch das mal an. Das ist ja nicht normal, ey. Oh, ich werde dich so zerstören. Das gibt's ja gar nicht. Ihr Hunde. Die flüchten ja alle. Flüchten ja gleich Massen in Scharen. Wahnsinn, oder? Mit allem kommen sie jetzt. Dann können wir den Rest auch gleich reinschicken. Los. Die Männer wanken. Ja, der Wankbach ist doch klar. Alter, das ist doch klar. Guck dir mal die Masse an, die da auf die einprasselt. Die haben uns ja in einem Zug, in Windeseile haben die uns umritten. Ich habe gar kein Problem. Die Männer wanken. Da rein, los. Feuer da rein. Jetzt kommt ein bisschen Feuer, jawohl. Fackelt sie ab. Fackelt sie ab. Ach, die ganzen Pferde, ey. Wie gesagt, ob das die Reiter von Rohan wären. Wie gesagt, ob es die Reiter von Rohan wären. Jetzt guck mal, die ganzen Pferde, die ganze Kavallerie. Kein Wunder, dass die ausgehungert sind in ihrer zweiten Region, ne, die wir eingenommen haben. So wie die hier alles verschleißen. Also die sind ja, das ist ja Wahnsinn. So, da haben wir noch ein paar Männer zerstört. Macht ja nichts. Wir haben ja. Sparen uns ein bisschen Geld. Den nächsten Runden. Die haben. Gut, die haben jetzt schon ab. Die rennen erst gar nicht hin. Richtig so. In Ordnung. Na, ganz klar, das ist ein entscheidender Sieg. Macht aber nichts. So. Ja klar, die haben bloß 300 Mann. Die haben doch das Doppelte. Das Dreifache fast an Einheiten gehabt. Und dann natürlich gerade die passenden Einheiten. Auch von der Qualität hier, ne? Viel besser. Also an Material. Wir haben ja bloß unsere paar Sklaven-Speerträger. Das ist klar, dass wir das verlieren. Aber wir haben sie ein bisschen aufgehalten. Und wenn nicht lang, ein wenig. In Ordnung. Da sind der Nächste, der ist auch tot. In Ordnung. Ah, jetzt kommen sie zurück. Jetzt haben sie es eingenommen. In Ordnung. Oh, schau mal. Jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt gehen die auch noch die Richtung. Jetzt müssen wir agieren. Aber wir können sie ja jagen. Das macht ja nichts. Wir können sie ja jagen. Lass da ein bisschen Action kommen. Vielleicht wäre es euch möglich. Und Schutzbündnis mit Rodos. Respekt und nein. Jetzt nicht. Weil jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Jetzt gehen die nämlich komplett an unserer Küste entlang. Da müssen wir jetzt mal schnell versuchen, noch was aufzubauen. Nicht, dass sie uns alles einnehmen. Und wenn du mit Söldner, ist nicht so schlimm. Provinz umstritten. Ihr Potenzial wurde beeinträchtigt. In Ordnung. Politische Intrige. Beförderung gesichert. Baubericht. Ja, viel ausgebaut. Armee zerstört. Die Garnisonsarmee. Navisos verloren und Eigenschaft erhalten. So. Da müssen wir jetzt aufpassen, denn wie was ich hier gesehen habe, da bewegen sie sich momentan. So.
wir stellen hier einen General auf. Natürlich aus dem eigenen Hause. Was nehmen wir denn? Andere Familien, ist nicht so schlimm. Zu euren Diensten. An die Arbeit, Männer. Was haben die denn gehabt? So viele Pferde? Ja, die haben nur zwei Pferde jetzt, okay. Ich erwarte eure Befehle. Söldner. So. Und in der nächsten Runde dann Pikiniere oder Hopliten, ne? In Ordnung. Eine Runde dauert das, dann schauen wir doch mal. Hier kommen sie nicht so schnell durch. In Ordnung, so. Na, dann wird es jetzt natürlich bitter. Schöne Wendung für den Krieg. Mit denen gehen wir... Ich erwarte weitere Befehle. Die Siedlung wird belagert. In Ordnung. Den Angriff tue ich mir nicht an, das machen wir direkt. Ja, es geht ja zu einfach. Wir müssen mal gucken, dass wir die ein bisschen abfangen. Das war auch hellenisch, ne? Ja, 50 können wir einfach besetzen. Ich erwarte eure Befehle. So. Entweder gehen wir hier gegen die Dalmaten. Machen wir die auch noch gleich weg? Die Frage, ne? Eigentlich. Aber wenn wir schon mal hier sind, ne? Brauchen keinen Beistand. So. Ach, schön. Ach, wie schön. Wir haben mal einen Krieg. Wir haben mal einen Krieg. So. Die Siedlung wird belagert. Na gut, dann warten wir mal an der Stelle. So. Wo müssen wir gegensteuern? Ich würde sagen in Pella. Rekrutieren wir auch noch einen. Wir haben noch so viele Generäle übrig, theoretisch. Ich erwarte eure Befehle. Erfüllt eure Pflicht. Ordnung. Spartaner können wir leider keine herstellen. Das Leben eines Soldaten. Aber Hopliten und Söldner können wir auch noch beantragen. Zwei von denen. Die können wir wieder auflösen, das ist nicht so schlimm. So. Ja, aber verbessern muss ich die nicht. Das ist nicht so wichtig. Haben wir die jetzt hier nicht angeheuert? Habe ich vergessen zu klicken, ne? So. Bin ich mal gespannt, wo lang sie wollen. Jetzt geht die Rennerei los, ne? Jetzt müssen wir hinterher. Das wird aber nochmal spannend hier. Die Geschichte wird nochmal wirklich spannend. Wie lange sie uns hier jetzt belassen. Ob sie uns da angreifen. Da müssen wir mal abwarten. Schauen wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen. In der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen spannender hier. Der Konflikt. Zumindest, weil natürlich der Gegner uns zuvorkam. Hier eine Siedlung eingenommen hat. Das bringt ein bisschen Ärger natürlich. Aber wenn wir jetzt Gas geben, kommen wir schnell wieder ran. Und können zurückschlagen. Wir haben jetzt hier einen General aufgestellt. Da müssen wir mal schauen, wie schnell er seine Einheiten zusammenbekommt. Der gilt ja nur als Defensive. Pulpudeva einzunehmen. Ich schau mal gerade 12 Einheiten in der... Wir können noch was noch gut wäre hier. An der Stelle wäre noch ein General. Aber na gut, wir haben keine mehr übrig. In Ordnung. Ja, ein bisschen schlecht taktiert von mir. Vielleicht hätte ich die eine Einheit... Hätte ich doch hier zum Schutz aufstellen sollen, ne? Hier. Wenn sie von hier oben kommen, hätte ich sie doch hier hinstellen sollen. Also sprich, diese Bogenschützen. Und das wird ja auch ein spannender Krieg. Also der Kampf hier gegen die, der wird ja total spannend, ne? Wir sind ja unterlegen, sagen sie, aber abwarten. Also wir sind, so schwach sind wir auch nicht auf der Brust. Da freue ich mich schon drauf, den Kampf. In Ordnung. Wir können noch ein bisschen schippern gehen, bevor ich die Folge an der Stelle unterbreche. Hier haben wir es. Genau. Gucken wir uns noch ein bisschen die Insel hier an und schippern langsam Richtung Frankreich. Oder das heutige Frankreich. So. Ist sie schon angekommen? Ne, noch nicht ganz, ne? Ist noch unterwegs. In Ordnung. Spannend. Spannend, was jetzt passiert. Kommt mal ein bisschen Action rein, ne? War ja viel zu lang, viel zu ruhig. Man könnte fast meinen, man ist in der Moderne. Wir sind in der Antike, da wird immer gekämpft. In Ordnung. Und irgendwann muss auch noch
Persien dran glauben. So, plus 12 haben wir hier in Sinope. Sollen wir noch, haben wir hier, ja, hier haben wir doch alles positiv, ne? 6 Nahrung und plus 12. Da brauchen wir erstmal nichts machen. Ich würde jetzt nicht unnötig das Geld raushauen. Wir warten mal lieber. Hier haben wir plus 12. Wenn wir hier rüber gehen, haben wir immer noch plus 10. Plus 7, in Ordnung. So. Habe ich hier nicht gesagt, eine Werkstatt aufbauen irgendwo? Naja, wir können ja bald hier noch eine Werkstatt bauen. Hier bekommen wir Hobliten. Aber wir können keine Hobliten mehr ausbilden. Das ist das große Problem. Wir sind voll. Hier hätten wir noch eine schöne Einheit. Guck mal, die können wir auch noch mal wohin schicken. Schicken wir sie mal nach Pella. Ja gut, fast. Wir können, reicht ja hier vorne, genau. Wie sieht's hier aus? Immer noch plus 9. Sehr schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ahoi. Ciao, ciao.